Hey, schön, dass ihr dabei seid. ZDF heute live, heute Morgen live aus Berlin. Und wir wollen jetzt schauen und sprechen, vor allem am Morgen nach dieser wichtigen und auch spannenden Bundestagswahl. Zunächst haben wir für euch natürlich die aktuellen Zahlen, also das amtliche Ergebnis. Und wir wollen natürlich darüber sprechen, wie es weitergeht. Wenn ihr Fragen habt oder auch eure Kommentare, ihr könnt wie immer direkt im Stream kommentieren oder ihr schreibt uns eine Mail an die Adresse, die wir jetzt hoffentlich auch eingeblendet sehen. Und wir haben heute bei uns im Studio, um über genau diese spannende Wahl zu sprechen und auch zu analysieren, Shakuntala Banerjee, unsere stellvertretende Leiterin des Hauptstadtstudios hier. Schönen guten Morgen, Shakuntala. Hallo, guten Morgen. Und dann sprechen wir danach natürlich auch mit Politikerinnen und Politikern. Wir werden reden mit Katja Pähler aus dem SPD-Vorstand, Wiebke Winter, Mitglied CDU-Parteivorstand, Johannes Vogel, stellvertretender Bundesvorsitzender FDP und Ricarda Lang, stellvertretende Bundesvorsitzende vom Bündnis 90 Die Grünen. Und jetzt natürlich erst noch mal zu den Fakten. Und zwar zeigen wir euch zuerst das Wichtigste, das vorläufige amtliche Ergebnis. Und das sieht wie folgt aus. SPD 25,7%. Und jetzt sehen wir auch hoffentlich gleich die Zahlen. Oder der erste Jubel des Wahlabends erhallt noch nach. So manche Enttäuschung sicher auch. Jetzt ist es amtlich. Seit dem frühen Morgen liegt das vorläufige Ergebnis der Bundestagswahl vor. Die SPD hat mit 25,7% klar gewonnen, ein Plus von 5,2 Prozentpunkten. Die Union stürzt auf 24,1%, ein Rekordtief nach minus 8,8 Prozentpunkten. Die Grünen erreichen mit 14,8% das beste Ergebnis ihrer Geschichte, plus 5,9. Die FDP verbessert sich auf 11,5% plus 0,8. Die AfD fällt mit 10,3% auf den fünften Platz zurück, minus 2,3. Und die Linke stürzt auf 4,9%, minus 4,3, bleibt aber wegen der gewonnenen Direktmandate trotzdem im Bundestag. Da kam der Beitrag schneller, als ich dachte, und wir haben die Zahlen gesehen. Und da jetzt natürlich die Frage an Shakuntala Banerjee. Was war die größte Überraschung für dich? Für mich eigentlich, dass es gar keine große Überraschung mehr gegeben hat. Wir hatten ja im Vorfeld relativ viele unentschiedene Wählerinnen und Wähler, die bis kurz vor der Wahl noch nicht wussten, wo sie ihr Kreuz machen sollten. Und da hätte man natürlich erwarten können, dass sich noch mal irgendwas dreht, dass sich die SPD, die geführt hat, noch mal weiter nach vorne absetzt oder dass die CDU aufholt und sogar überholt, dass es auch unten zwischen FDP und Grünen noch mehr Bewegung gibt. Das ist allerdings komplett ausgeblieben. Wir haben gesehen, dass alle so eng beieinander geblieben sind, wie es ungefähr vorhergesehen war. Das heißt, vielleicht hatten sich einige doch schon früher entschieden, als wir das gedacht haben. Und jetzt war es ja in der Vergangenheit immer so, also die Partei, die da wirklich am meisten gewonnen hat und zugelegt hat, die führt dann also Koalitionsgespräche, initiiert die. Jetzt haben wir gestern Abend aber schon andere Töne gehört. Also Christian Lindner von der FDP, der zum Beispiel vorschlug, doch zuerst mal mit den Grünen zu reden. Armin Laschet, der eigentlich Unterlegene, der also jetzt auch davon spricht, dass er natürlich gerne eine Koalition bilden möchte. Wie ist das alles einzuordnen? Wer macht denn da jetzt wirklich den Anfang? Was ist da richtig oder wie funktioniert das? Also den Anfang wollen jetzt, nach dem, was wir heute Morgen gehört haben, zumindest mal in ganz kleiner Runde FDP und Grüne machen. Und das ist tatsächlich ungewöhnlich. Also natürlich hat man es auch in der Vergangenheit schon einmal gesehen, dass auch Zweitplatzierte am Ende eine Bundesregierung angeführt haben. Die Tradition war aber tatsächlich immer so, dass die stärkeren Parteien auf die kleineren Parteien zugegangen sind. Hier haben wir jetzt zum ersten Mal eine Situation, in der die beiden Kleinen sagen, naja, warum eigentlich? Lasst uns doch erst mal gucken, wie wir miteinander können. Das ist insofern sehr ungewöhnlich, weil es den Eindruck vermittelt, dass am Ende die beiden kleineren Koalitionspartner ausmachen, mit wem sie sich das Regieren vorstellen können und der größere Koalitionspartner, der dann ja den Kanzler stellen soll, gar nicht mehr so viel mitzureden hat. So wird es am Ende vermutlich nicht kommen, aber so wirkt es jetzt einmal. Das ist tatsächlich ein Novum. Das scheint sehr, sehr spannend zu werden. Jetzt nach der Wahl eigentlich fast noch spannender als vor der Wahl. Shakuntala, vielen Dank bis hierhin. Wir sprechen natürlich am Ende dieser Sendung noch mal ganz ausführlich über all das, was wir jetzt noch hören werden. Schauen jetzt aber vielleicht mal zusammen auch auf die Sitzeverteilung. Da würde ich jetzt mal auf meinen Monitor umschalten, dass wir zusammen hier auch die Zahlen sehen können. Und hier ist also die Sitzeverteilung zu sehen. Die CDU-CSU, die Union, bekommt hierbei dann 196 aktueller Stand, die SPD 206, die AfD 83, FDP 92, Linke 39 und die Grünen 118
Und dazu haben wir auch noch natürlich die Grafik, wer also wie gewählt hat. Aber das sind vielleicht auch alles Feinheiten, auf die wir später nochmal eingehen möchten. Jetzt hätten wir auch zunächst nochmal einen Ton vorliegen von gestern Abend. Da haben sich ja die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten geäußert. Und in dem Falle ist es die Union, die überraschender oder vielleicht auch nicht so überraschenderweise sich zu Wort gemeldet hat. Und obwohl sie unterlegen ist gegenüber der SPD, da doch wahrscheinlich irgendwelche Ansprüche stellen möchte. Und wir hören mal kurz zusammen rein. Wer Bundeskanzler in Deutschland wird, muss es schaffen, unterschiedliche Fraktionen des Deutschen Bundestages zusammenzubringen und dann am Ende eine Mehrheit zu haben. Das war in allen 70 Jahren der Bundesrepublik so. Nicht immer war die Partei, die auf eins war, auch die, die den Kanzler stellte. Und deshalb ist das jetzt die große Aufgabe der demokratischen Parteien, zu sehen, wo gibt es die größten Gemeinsamkeiten. Ich glaube, die Zeit, die vor uns liegt, braucht als erstes wirtschaftliche Stärke und Stabilität, marktwirtschaftliche Lösungen. Sie braucht einen großen Schub in der Verwaltung des Landes, bei der Digitalisierung. Und das Thema Klimaschutz hat gerade in diesem Jahrzehnt die Aufgabe, eine ganze Industriegesellschaft zu verwandeln. Bei mir ist nun Katja Pähle aus dem SPD-Parteivorstand. Schönen guten Morgen, Frau Pähle. Guten Morgen. Katja Pähle war zudem Spitzenkandidatin der SPD in Sachsen-Anhalt. Da schloss die SPD bei den Landtagswahlen eher schlecht ab. Jetzt gibt es großen Grund zur Freude. Sie haben eben gerade Herr Laschet auch im O-Ton gehört und auch, dass gestern Abend also schon die FDP davon sprach, Sie wollen jetzt vielleicht erst zusammen sprechen miteinander. Was macht denn dann die SPD in der Zeit? Ich glaube, die SPD tut gut daran, für sich selber einen Plan zu entwickeln. Denn eins ist ganz klar, das Ergebnis des gestrigen Abends zeigt, dass die SPD als Erste vom Platz gegangen ist. Wir haben die Bundestagswahl gewonnen, wir haben Stimmen geholt, die Menschen haben Olaf Scholz als zukünftigen Kanzler das Vertrauen geschenkt. Und deswegen glaube ich sehr daran, dass die Partei, die Gewinne zu verzeichnen hat, im Gegensatz zu denen, die das nicht getan haben, dann hier auch die Bundesregierung bilden wird und das auch mit starken Partnern. Jetzt hat die FDP im Vorfeld signalisiert, Ihnen wäre am liebsten eine Jamaika-Koalition. Wie wollen Sie denn jetzt die FDP überzeugen, dann doch vielleicht lieber mit Ihnen eine Koalition einzugehen? Ich glaube tatsächlich, dass der Wahlkampf gezeigt hat, dass die SPD eine klare Antwort hat, wie man Zukunftsfähigkeit in Deutschland sichern kann. Wie wir es schaffen, die größte Herausforderung seit vielen, vielen Jahrzehnten zu meistern, nämlich Industriepolitik mit Klimaschutzpolitik zu verbringen. Es geht nicht nur darum zu sagen, wir müssen etwas gegen den Klimawandel tun, sondern man braucht auch einen konkreten Plan, wie das gelingen kann. Den hat Olaf Scholz, den hat die SPD. Und deshalb glaube ich, auch die FDP wird sehen, dass es gut ist, mit uns zusammenzuarbeiten und diesen Plan umzusetzen. Jetzt ist vielleicht in der Basis der SPD auch nicht jeder vielleicht begeistert von den Ideen der FDP. Also wie will man denn vielleicht auch die eigenen Leute in der Partei überzeugen, dass das jetzt eine gute Idee ist, da eine Koalition einzugehen? Da gibt es ja auch kritische Stimmen. Das ist so. Die wird es auch immer geben, egal wie Koalitionen aussehen. Das ist auch gut so, wenn man innerparteilich auch über die Sachen diskutieren kann. Aber Koalition, das ist die Minute in der oder die Stunde, in der die Demokraten Kompromisse finden, um das Land insgesamt zusammenzubringen und voranzubringen. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir jetzt abwarten müssen, wie die Parteien sich entscheiden, wie die Gespräche laufen und nachher welches Ergebnis möglicherweise im Raum steht. Und darüber muss immer wieder neu diskutiert werden. Und jetzt ist auch die Erhöhung des Mindestlohns. Das war immer so ein Kernprojekt von Olaf Scholz. Also das wird ihm besonders wichtig sein. Was wird denn aber noch eine Bedingung für Sie jetzt als SPD sein, wenn Sie sich da zusammentun möchten? Ich glaube tatsächlich, dass wir im Wahlkampf sehr stark gemacht haben, wofür wir stehen. Der Mindestlohn ist zum Beispiel so ein Thema. Es ist ganz klar, dass wir uns dafür einsetzen und dass das unser Ziel ist, das auch zu erreichen. Genauso wie andere wichtige Themen, insbesondere beim Schutz des Klimas, die Innovation voranzutreiben, stärker zu werden bei dem aktiven Part gegen den Klimawandel. Und so wird es viele Punkte geben, die dann im Detail besprochen werden müssen. Und da will ich jetzt nicht vorgreifen. Heute tagen ja erstmal die Gremien auch der SPD. Und dort wird auch erstmal auf die Wahl geschaut und auf die nächsten Schritte. Darüber wollen wir gleich zum Abschluss auch noch kurz sprechen. Aber jetzt hören wir erstmal rein in einen aktuellen Ton von gestern Abend von Olaf Scholz. Die industrielle Modernisierung Deutschlands, alles das, was wir machen müssen, um den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten, handelt im Wesentlichen von privatwirtschaftlichen Investitionen. Das ist nicht neu. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, wenn einige meinten, man müsste die
Regeln des Grundgesetzes verändern, die wir heute haben für ein ordentliches Wirtschaften, dass das meiste, worum es jetzt geht, privatwirtschaftliche Investitionen sind. Also zum Beispiel der Ausbau der Windkraft auf hoher See, der Ausbau der Windkraft an Land, das Stromnetz, die Solarenergie, das, was wir brauchen, wenn wir Investitionen in der Stahlindustrie, der Chemieindustrie sehen, beim Zement, beim Maschinenbau, bei Automobilbau, das sind privatwirtschaftliche Investitionen. Und für das, was dann noch notwendig ist, sind in der Finanzplanung erhebliche Investitionsmittel vorgesehen. Und zwar der Finanzplanung, die jetzt schon von der Bundesregierung auf den Weg gebracht worden ist. Frau Pelle, wir haben von Olaf Scholz und von Ihnen gehört, was da also jetzt wichtig ist. Sie haben heute Vorstandssitzung. Was ist denn jetzt genau der Fahrplan und wann sind Sie also sprechfähig? Wann wissen wir mehr? Ich glaube tatsächlich, man muss heute die Gremiensitzungen erst einmal abwarten. Aber sprechfähig, glaube ich, ist die SPD schon jetzt. Wir haben ja schließlich die letzten Wochen für unsere Themen Wahlkampf gemacht. Aber es geht jetzt natürlich um die internen Abstimmungen, über die nächsten Schritte. Und dafür muss man die Sitzung jetzt erstmal abwarten. Vielen Dank, Katja Pähle von der SPD an dieser Stelle. Und im Vorfeld dieser Sendung haben wir auch mit der CDU natürlich gesprochen, mit Wiebke Winter, die sich jetzt gerade im Zug befindet auf dem Weg zur Vorstandssitzung. Und wir konnten sie kurz vor dieser Sendung, kurz bevor sie in den Zug gestiegen ist, noch erreichen. Wir haben ein Kopf-an-Kopf-Rennen gesehen bei dieser Bundestagswahl. Wir können als CDU nicht zufrieden sein mit dem Ergebnis. Unser Anspruch ist es, mit Abstand stärkste Kraft zu werden. Das haben wir nun nicht geschafft. Wir werden darüber jetzt sprechen beim Bundesvorstand. Wir werden schauen, wie wir weitermachen. Aber wir stehen das gemeinsam durch, wir als CDU-Familie. Und wäre es nicht aber vielleicht besser, in die Opposition zu gehen, als sich jetzt von einer wirklich gestärkten SPD da die Inhalte abnehmen zu lassen? Mir ist es wichtig, dass Deutschland in den nächsten 4 Jahren gut regiert wird. Und das wird es aus meiner Sicht am besten mit einer CDU-geführten Regierung. Jetzt müssen wir schauen, was die Sondierungs- und vielleicht Koalitionsgespräche bringen. Ich bin nach wie vor ein großer Fan einer Jamaika-Koalition. Christian Lindner hatte gestern angedeutet, vorgeschlagen eigentlich sogar, dass er am liebsten zuerst dann vielleicht mit den Grünen jetzt mal reden würde, bevor er jetzt mit Ihnen spricht. Finden Sie das klug, wenn das jetzt so die Reihenfolge wäre? Ich habe selber noch nie mitgemacht bei Koalitionsverhandlungen. Von daher ist mein Wissen da begrenzt, was es angeht. Aber wenn sich FDP und Grüne erstmal absprechen wollen, sollen sie es meiner Meinung nach gerne machen. Mir ist es wichtig, dass zum Schluss eine Jamaika-Koalition zustande kommt. Das ist auch etwas, was ich wirklich nicht mit zu entscheiden habe. Und haben Sie jetzt schon mitgekriegt, im Hintergrund gibt es da jetzt irgendwie Machtkämpfe zu befürchten in der Union? Weil es ist ja wirklich ein historisch schlechtes Ergebnis, was Sie da leider eingefahren haben. Ich fahre jetzt erstmal nach Berlin. Wir werden das Ergebnis besprechen. Wir stehen als Union jedoch immer zusammen. Wir sind eine Familie und wir werden auch durch gute wie durch schlechte Zeiten gemeinsam gehen und schauen, was heute im Bundesvorstand passiert. Sie haben es angesprochen, Sie fahren dahin. Womit kann man aber rechnen? Also was wird vielleicht heute wirklich schon besprochen und entschieden? Ich glaube, die Wählerinnen und Wähler, die haben viele Fragen im Kopf. Was ist der Zeitplan? Also was könnte heute denn wirklich schon besprochen werden, ganz konkret? Na, wir werden über das Ergebnis sprechen. Wir werden schauen, wo wir Stärken hatten, was vielleicht Faktoren gewesen sein könnten, die zu diesem Ergebnis geführt haben. Wir werden das aufklären müssen. Wie weit wir damit heute schon kommen, das müssen wir natürlich noch mal abwarten. Die finalen Ergebnisse sind ja gerade erst vorgestellt worden. Mir ist es auch wichtig, dass wir jetzt hier keine Schnellschüsse machen, sondern dass wir da überlegt rangehen. Und das werden wir heute sicherlich besprechen im Bundesvorstand. Sie haben die Stärken und Schwächen angesprochen, dass man drauf schauen muss, wo hat es gut geklappt, wo nicht. Sie sind Teil von Laschets Klimateam. Wieso konnte die Union offenbar mit dem Thema nicht so gut punkten? Müssen wir uns erstmal die Zahlen anschauen, wie die Wählerinnen und Wähler das auch zum Schluss bewertet haben. Ich wurde sehr häufig sehr positiv darauf angesprochen, gerade auch hier in Bremen und Bremerhaven. Meine Erststimmenergebnisse, auch wenn ich es leider nicht in den Deutschen Bundestag geschafft habe, lagen deutlich über den Zweitstimmenergebnissen. Von daher habe ich schon das Gefühl, dass es angekommen ist. Ich stehe immer noch sehr fest hinter unserem Turbo für die erneuerbaren Energien. Das Maßnahmenprogramm, was wir Ende August vorgestellt haben, das ist ein richtiger Maßnahmenplan für Deutschland. Den werden wir auch weiter verfolgen und dafür müssen wir jetzt in die Regierung kommen. Zum Schluss vielleicht noch die Frage, weil Sie es angesprochen haben, in Bremen hat es für Sie leider nicht gereicht. Hat sich die Union insgesamt nicht genug verjüngt? Sie sind ja wirklich eine der Jüngsten, die da mit angetreten ist. Aber ist das vielleicht auch ein Grund?
Also ich bin hier in Bremen und Bremerhaven angetreten. Das ist ein Wahlkreis, der traditionell immer von der SPD gewonnen wurde. Wir haben hier quasi Werder Bremen gegen Bayern München gespielt. Und das Wunder von der Weser, dafür hat es dieses Mal nicht gereicht. Dafür war die SPD einfach zu stark. Ich glaube, an meinem Wahlkreis kann man da nichts festmachen. Auch wenn ich es mir natürlich sehr gewünscht hätte. Aber ich verspreche, ich mache weiter. Ich werde mich weiterhin für das Thema Klima ganz stark in der Union einsetzen. Und ich freue mich auf die Arbeit, die vor mir liegt. Sagt Wiebke Winter von der CDU. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Gestern Abend, haben wir schon gehört, hat sich abgezeichnet, also dass es jetzt vor allem auf FDP und die Grünen ankommt. Und deshalb sprechen wir nun als erstes mit Johannes Vogel, stellvertretender Bundesvorsitzender FDP, der mir jetzt zugeschaltet sein müsste. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Wir haben eine leichte Verzögerung, aber Sie können mich hören. Wunderbar. Herr Vogel, zunächst natürlich die Frage. Also letztes Mal hat die FDP nach 4 Wochen die Verhandlungen abgebrochen. Wird es denn wieder so passieren? Also wieder eine lange Hängepartie und am Ende sagt die FDP, nee, doch nicht? Ja, ich hoffe nicht, weil wir haben ja letztes Mal nicht abgebrochen, weil wir keine Lust auf Verantwortung hätten, sondern weil sich eben nicht genügend Modernisierung und Erneuerung für Deutschland vereinbaren ließ. Und ich habe die große Hoffnung, dass das diesmal anders ist. Aber wir müssen es natürlich anders machen als die Sondierung 2017. Das war ja offenbar kein Erfolgsmodell. Und deshalb freue ich mich, dass gestern Abend ja auch schon Christian Lindner in der Berliner Runde es angeregt hat und Robert Habeck sich ähnlich geäußert hat, dass vielleicht erstmal die beiden Kräfte, die aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen, aber beide Erneuerung sich wünschen und dafür stehen, weil sie jetzt in der Opposition auch waren in den letzten Jahren, erstmal darüber reden, gibt es für uns eine Möglichkeit, sich auf gemeinsame Projekte zu verständigen, auf eine Modernisierung des Landes und was ist die Richtung und wir so vielleicht Sondierungs- und Koalitionsgespräche ein Stück weit sortieren. Sie sprechen die gemeinsamen Projekte an. Da ist natürlich auch die Frage, was für gemeinsame Projekte könnte es mit den Grünen geben. Und auch da haben wir von gestern Abend zunächst mal einen O-Ton von Annalena Baerbock, in den wir jetzt mal zusammen reinhören. Na, wir haben ja auch vor der Wahl deutlich gemacht, dass wir gerade im Bereich der sozialen Gerechtigkeit große Schnittmengen mit der SPD haben. Deswegen auch ein Zweierbündnis zwischen SPD und Grün, was gewesen wäre, was dort einen Aufbruch hätte schaffen können. Es reicht aber nicht für ein Zweierbündnis. Und deswegen muss jetzt gemeinsam gesprochen werden, wie wir die Frage soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz voranbringen können und welcher Kombination das am besten funktioniert. Weil gerade beim Klimaschutz gibt es zwischen Union und SPD ja jedenfalls in den letzten Monaten keine Unterschiede. Das ist aber die Aufgabe, an der wir als Grüne diese Bundesregierung messen werden, weil es eine Klimaregierung sein muss. Nicht, weil wir Grünen stark geworden sind, sondern weil das der Auftrag des Pariser Klimaabkommens ist. Die FDP hat gestern angedeutet, zuerst mit den Grünen sprechen zu wollen. Wo sind denn da die Schnittmengen zwischen Ihnen und den Grünen? Gibt es denn welche? Ja, wir werden jetzt ja nicht am Montagmorgen die Koalitionsverhandlungen hier live im ZDF machen können, so gerne ich verstehe, dass das natürlich spannend wäre. Wofür wir stehen, ist ja klar. Und was wir wollen, ist umfassende Nachhaltigkeit. Das heißt, dass wir die ganzen Megatrends, Demografie, Digitalisierung und Dekarbonisierung endlich mit langfristigen Konzepten angehen. Und wir glauben, dass das am besten geht mit einer Kombination aus Marktwirtschaft und Unternehmertum und Chancengerechtigkeit, Bildung und offener Gesellschaft. So, und auf der Basis reden wir jetzt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir im Ziel Klimaschutz ja durchaus absolute Gemeinsamkeiten haben und dann auch einen Weg finden, bei den Instrumenten zusammenzukommen. Aber das müssen natürlich Gespräche zeigen. Ich sag mal, als jemand, dem das Thema Demografie und Rente besonders wichtig ist, was auch sehr viele junge Menschen bewegt hat, die uns ja bei den Erstwählern, was mich wirklich sehr freut, am stärksten unterstützt haben. Da muss es aber natürlich auch vorangehen. Also wir brauchen eben auch ein zukunftsfestes Rentensystem. Da haben sich im Wahlkampf SPD und Grüne sehr links positioniert, wollten im Wesentlichen auch in Teilen die Rentenpolitik der Großen Koalition fortsetzen. Also viele Dinge, über die man reden muss, aber genau das steht ja jetzt erst an. Jetzt freuen wir uns erstmal über den Wählerauftrag.
Bundestag, bedanken uns sehr für das Vertrauen und konstituieren dann heute erstmal die Gremien. Und dann schauen wir, dass die Gespräche in den nächsten Wochen effizienter sind und vor allem erfolgreicher sind als 2017 fürs Land. Denn weitere Jahre Stillstand können wir uns nicht erlauben. Wir brauchen Modernisierung und müssen die entschlossen angehen. Und da sind alle demokratischen Parteien in der Verantwortung. Christian Lindner signalisierte im Vorfeld auch, dass Sie, die FDP, also am liebsten in ein Jamaika-Bündnis eintreten würden. Und da ist auch noch folgender Satz gefallen. Das Rennen um Platz 1 ist interessant, aber für die Regierungsbildung nicht entscheidend. Und danach sieht es ja jetzt auch aus, also dass die Union, obwohl sie dann auf Platz 2 gelandet ist, da jetzt also Ansprüche stellen möchte. Wie fair ist das denn den Wählerinnen und Wählern gegenüber? Na, wir sind ja in einer veränderten Situation. Das hat so ja noch nicht gegeben. Also die Ära Merkel endet ganz offenbar mit einem neuen Parteiensystem, weil im Bereich der demokratischen Parteien wir vier mittelgroße Parteien haben und beide liegen relativ nah beieinander, gerade SPD und Union. Und gleichzeitig haben wir die Situation, dass zum Beispiel FDP und Grüne in Summe mehr Stimmen und Unterstützung haben als SPD oder CDU. Das heißt, wir haben wirklich eine neue Verantwortung und auch neue Formen von Koalitions- und Sondierungsgesprächen vor uns. Und der müssen alle demokratischen Parteien gerecht werden. Und ich glaube, der einzige Orientierungs- oder Sortierungsmaßstab kann sein, gibt es eine gemeinsame Basis einer Mehrheit im Deutschen Bundestag auf entschiedene Schlüsselprojekte, auf eine Modernisierung des Landes. Kann man sich da auf eine gemeinsame Richtung einigen? Das ist das Entscheidende. Nicht wer, wo, wie, Zehntelprozente oder einzelne Prozente vorne liegt. Jetzt wissen wir aus der Vergangenheit natürlich auch, dass in solchen Gesprächen natürlich es aber auch nicht immer nur um die thematische Nähe geht, sondern es geht dann auch gerne mal um Schlüsselpositionen, um Ministerinnen und Ministerposten. Das Finanzministerium ist da so eines, was als besonders beliebt gehandelt wird. Ist das denn was am Ende vielleicht dann auch für Sie ein Zünglein an der Waage ist? Wer bekommt was? Ja, wir haben vor der Wahl ja klar gesagt, während drei Parteien den Anspruch hatten, das Kanzleramt anzustreben, zumindest haben sie den formuliert, haben wir das nicht getan, weil wir gesagt haben, das wäre vielleicht ein Stück weit noch vermessen. Aber wir wollen natürlich Verantwortung übernehmen, wenn die Bürgerinnen und Bürger uns in Verantwortung wählen. Und weil uns die Fragen von soliden Finanzen, von einem Nichtaufweichen der Schuldenbremse, von einer Nicht-Mehrbelastung, was geradezu grotesk wäre mit Blick auf den enormen Investitionsbedarf von Privaten, mit Blick auf das Wachstum, mit Blick auf die enorme Belastung der Bürgerinnen und Bürger im internationalen Vergleich, dass wir für das Thema inhaltlich ja Verantwortung übernehmen wollen und das natürlich auch personell hinterlegt haben. Aber ich will den Eingang Ihrer Frage klar zurückweisen. Vielleicht war genau das in der Vergangenheit das Problem. Vielleicht sollte es in erster Linie um Inhalte gehen. Und klar sind, wenn man auf die Parteiprogramme nebeneinander legt, zwischen uns und der Union die Nähen größer. Das ist richtig. Aber das Entscheidende habe ich eben gesagt. Das Entscheidende ist, in diesem Deutschen Bundestag haben wahrscheinlich nur drei Parteien zusammen eine Mehrheit, weil eine erneute GroKo sich ja hoffentlich niemand vorstellen kann. Und da geht es jetzt darum, können drei Parteien sich auf eine gemeinsame Richtung einigen, weil es kann doch nicht so weitergehen, wie es die letzten Jahre gelaufen ist. Ganz offensichtlich ist Deutschland ja ermattet und hat dringenden Modernisierungsbedarf. Zum Schluss dann gerne noch die Frage, obwohl Sie Jamaika favorisieren, aber was müsste denn SPD, was müsste Scholz bieten, damit Sie es dann vielleicht auch mit denen machen? Das ist der charmante Versuch, das dritte Mal darauf zu kommen, dass wir vielleicht mit den Koalitionsverhandlungen inhaltlicher Art hier schon anfangen. Das verstehe ich, aber das ist am Montagmorgen wirklich zu früh. Wofür wir stehen, haben wir ja vor der Wahl klar gesagt. Wir haben auch eine Woche vor der Wahl nochmal einen Wahlaufruf verabschiedet mit klaren Prüfsteinen, woran wir eine Regierungsbeteiligung messen. Ich wiederhole das gerne auch nochmal. Die Kombination aus Marktwirtschaft, Unternehmertum, Entlastung und Aufstiegsversprechen offener Gesellschaft und Chancengerechtigkeit und langfristige Konzepte für Digitalisierung, Demografie und Dekarbonisierung. Das sind unsere Blickrichtung und unsere Prüfsteine. Und für uns gilt, dass wir nach der Wahl das machen, was wir vor der Wahl gesagt haben. Und deshalb ist ganz transparent für alle Bürgerinnen und Bürger, wie wir auf die Gespräche in den nächsten Tagen inhaltlich schauen. Aber was müsste sich Olaf Scholz also wirklich abschminken? Darauf haben Sie doch bestimmt eine Antwort. Da sind Sie doch wahrscheinlich entschieden schon auch. Ja, darauf habe ich nicht geantwortet, weil das natürlich Gespräche zeigen. Und wie wir die angehen wollen, darüber haben wir ja gerade gesprochen. Klar ist und dabei bleibt es,
um das nochmal klar zu sagen. Vielen Dank, Stichwort, Johannes. Wir machen nach der Wahl das, was wir vor der Wahl gesagt haben. Mehr Belastung kann es mit uns nicht geben und eine Schuldenbremse aufweichen, das ist mit uns auch undenkbar. Das dürften aber keine News sein. Vielen Dank, Johannes Vogel von der FDP. Bis hierhin erstmal. Dankeschön. Grüße. Und jetzt sprechen wir natürlich auch mit der zweiten Partei, die jetzt hier besonders wichtig sein wird, und zwar mit den Grünen. Bei mir ist Ricarda Lang, stellvertretende Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Schönen guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Guten Morgen, danke für die Einladung. Frau Lang, es ist so, dass jetzt also FDP und Grüne da jetzt wirklich das Zünglein an der Waage sein könnten. Und wir hören aber auch vielleicht noch mal gemeinsam rein, was also gestern Abend noch besprochen wurde, und haben dann dafür unsere Gesprächsgrundlage. Etwa 75% der Deutschen haben die Partei eines nächsten Kanzlers nicht gewählt. Und deshalb, Herr Becker, könnte es ratsam sein, dass die Parteien, die gegen den Status quo der Großen Koalition Wahlkampf gemacht haben, die aus einer unterschiedlichen Perspektive heraus diesen Status quo überwinden wollten, dass also Grüne und FDP zuerst miteinander sprechen. Na, wir haben bereits in den letzten Tagen ja auch deutlich gemacht, Robert Habeck und ich, dass diese Logik, da ist einer, der alle anderen anruft, dass diese Logik dem Aufbruch, den wir in unserem Land brauchen, nicht gut tut. Und deswegen ist es mehr als sinnvoll, dass unterschiedliche Parteien jetzt in unterschiedlichen Kombinationen miteinander sprechen. Frau Lang, wir haben es gehört, gestern Abend, also zeichnete sich ab, dass da vielleicht FDP und Grüne zuerst miteinander sprechen könnten. Ist das denn so? Wer ist das für heute geplant? Ich kann mir das gut vorstellen. Also auf der einen Seite muss man natürlich anerkennen, bei diesem Wahlergebnis ist es eine ganz klare Schlappe für die CDU und die CSU. Die wurden in gewisser Weise abgewählt und sind ein starkes Ergebnis für die SPD. Trotzdem haben wir in den letzten 4 Jahren was gesehen, was man vielleicht so ein bisschen als das Ende der Ära der klassischen Volksparteien bezeichnen kann. Also die Vorstellung von, es gibt eine Partei, die ungefähr 30-40% hat und dann noch ein bisschen zugeordnete Parteien. Das hat sich in den letzten Jahren aufgelöst und das sieht man auch in diesem Wahlergebnis. Das heißt, es funktioniert nicht mehr das klassische Prinzip von einfach einer entscheidet, lädt ein und dann zack, springen die anderen. Das heißt, in der Hinsicht kann es natürlich spannend sein, auch für uns mit der FDP zu sprechen. Die Unterschiede dabei, insbesondere wenn es um soziale Gerechtigkeit geht, sind aber natürlich riesig und die sind näher mit der SPD. Ihr zentrales Thema außerdem natürlich der Klimaschutz. Also können Sie sich vorstellen, dass mit Union und FDP mehr Klimaschutz geht als mit SPD und FDP? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich glaube, am Ende wird die entscheidende Frage sein, regeln wir es über den Preis oder regeln wir es über einen Mix aus Preis, Ordnungsrechten und Investitionen. Wenn wir vor allem über den Preis gehen, das ist der Vorschlag der FDP und in Teilen auch der CDU, obwohl die CDU sich nie so richtig entscheiden konnte, ob sie überhaupt einen Vorschlag hat oder nicht, dann wird es massiv sozial ungerecht, weil ich ja am Ende dafür sorge, dass bestimmte Dinge teurer werden, Menschen dann gerade im ländlichen Raum sich zwar nicht mehr leisten können, Auto zu fahren oder schwieriger leisten können, aber es gibt noch keine Alternative. Es wurde da noch kein Bus, noch keine Bahn geschaffen. Ich glaube, da brauchen wir klare Investitionen, auch mit einer Veränderung der Schuldenbremse, mit einer Investitionsklausel. Und da brauchen wir einen klaren ordnungsrechtlichen Rahmen. Es gibt ja auch noch andere Themen, wo Sie sich vielleicht im Zweifel uneins sein könnten. Also zum Beispiel gerade auch FDP und Grüne sind sich beispielsweise uneins bei Themen wie der Bürgerversicherung. Also könnten Verhandlungen am Ende dann auch wirklich an sowas scheitern, an einzelnen Themen? Am Ende muss man immer auf ein Gesamtpaket schauen. Ich glaube, für mich gibt es so ein bisschen 2 Leitlinien, nach denen ich auf jeden Fall diese Sondierungen und auch Koalitionsverhandlungen danach beurteilen werde. Das erste ist, wir müssen zurück auf den Pfad des Pariser Klimaabkommens. Alle Parteien haben in dem Wahlprogramm, im Wahlkampf von Klimaschutz gesprochen. Daran müssen sich jetzt auch alle messen lassen. Das heißt, wir brauchen eine Klimaregierung. Und zweitens, wir müssen schauen, den sozialen Zusammenhalt in diesem Land zu stärken. Das heißt, die soziale Ungleichheit darf sich nicht weiter verschärfen, sondern muss verringert werden. Dafür braucht es eine Finanzpolitik, eine Steuerpolitik und auch eine Politik, Sozialpolitik, die nicht nur im Sinne eines kleinen Teils der Gesellschaft, der sehr viel hat, funktioniert, sondern im Sinne der gesamten Gesellschaft. Also ich habe verstanden, es ist auch auf jeden Fall natürlich klar zur Stunde noch vieles offen. Aber was wir ja im Vorfeld schon wussten, ist jetzt, dass die Basis Ihrer Partei, die ist ja jetzt eigentlich wirklich eher gegen Jamaika. Also würde die überhaupt mitmachen, wenn das denn am Ende eine mögliche Koalition sein könnte? Wie wollen Sie die überzeugen?
Ich will ja erstmal die davon gar nicht überzeugen, sondern ich will jetzt erstmal schauen, wo wir es meist rausholen können für Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit. Und das wird am Ende auch das sein, wonach unsere Basis das Ergebnis beurteilen wird. Ich glaube, wir sehen, dass wir eine Programmpartei sind, eine sehr inhaltlich orientierte Partei. Und am Ende wird die Basis fragen, wo können wir am meisten von unseren Zielen und von unseren Projekten umsetzen. Aber natürlich gibt es da die breite Erkenntnis auch an unserer Basis, dass wir die größten Schnittmengen mit der SPD haben in diesen Bereichen. Und jetzt ist es für Sie natürlich vom Ergebnis her schon auch ein bisschen enttäuschend. Es ist nicht so, wie Sie sich das mal vor Monaten vorgestellt haben. Warum ist es denn am Ende nicht besser gelaufen für die Grünen? Da müssen wir schon noch mal kurz drauf schauen, denke ich. Ich glaube, man könnte sagen, es ist so ein bisschen wie ein trauriger Sieg oder vielleicht auch ein Etappensieg. Auf der einen Seite ist es das stärkste Ergebnis, das wir hatten als Grüne. Auf der anderen Seite, das muss man ehrlicherweise sagen, ist das, was wir uns als Ziel gesetzt haben. Und vor allem auch das, was wahrscheinlich gesellschaftlich möglich gewesen wäre. Das konnten wir nicht realisieren. Wir konnten die Dynamik vom Beginn des Wahlkampfs nicht für uns dauerhaft halten. Das lag bestimmt auch an eigenen Fehlern. Es ist dann zu einer Duellsituation gekommen zwischen SPD und CDU. Das war für uns eine schwierige Ausgangslage. Trotzdem muss man sagen, unser Wahlergebnis ist für uns ein klarer Regierungsauftrag. Und man kann vielleicht sogar sagen, der Auftrag, den wir haben, ist größer als dieses Ergebnis, weil die Klimakrise eben eine Realität ist, vor der sich keine Partei mehr verstecken kann. Zum Schluss noch die Frage an Sie, Frau Lang. Wie geht es ganz konkret, also heute weiter bei den Grünen? Was passiert jetzt als Allernächstes? Jetzt als Allernächstes trifft sich um 10 Uhr der Bundesvorstand und dann werden wir über die weiteren strategischen Schritte sprechen. Dann vielen Dank an dieser Stelle. Bis jetzt heute Morgen, Ricarda Lang. Wir machen nun weiter natürlich mit noch mehr der Analyse und wir schauen jetzt hier mal zusammen auf die Wahlkreise, wenn das funktioniert, auf meinen Bildschirm, den ich gerne mit euch mitteile. Und zwar sehen wir hier also wie, und ich scroll jetzt auch noch ein bisschen runter, damit man das besser sehen kann, mach das hier mal größer, das ist doch hier, sollte das doch funktionieren. So, und wir sehen also im Süden ganz, ganz viel Union und wir sehen hier eher im nordöstlichen Raum, aber hier auch unten natürlich, hier auch bei Rheinland-Pfalz, also ganz viel SPD. Und hier sehen wir aber auch, wo die AfD am stärksten abgeschnitten hat, also hier zum Beispiel auch in Sachsen. Da haben wir jetzt natürlich noch gar nicht drauf geschaut, das ist aber auch hier sehr bemerkenswert. Und jetzt wollen wir das Ganze, was wir gehört und was wir gesehen haben, einordnen, einschätzen mit Shakuntala Banerjee, unserer stellvertretenden Leiterin vom Hauptstadtstudio. Shakuntala, du hast mitgehört. So richtig hat ja jetzt keiner rausgelassen, mit wem er es wirklich machen möchte. Aber was hattest du jetzt in den Gesprächen mitgenommen, wo du gesagt hast, ah, das war doch bemerkenswert? Also in der Mischung haben wir gesehen aus den O-Tönen, die ihr eingespielt habt und dem, was wir auch hier im Studio gehört haben, dass sich tatsächlich immer noch alle Möglichkeiten offen halten. Also es hat sich trotz der Präferenzen, die wir kennen, auf SPD-Seite hätte man natürlich lieber eine Ampel, auf Unionsseite hätte man lieber Jamaika. Auch die FDP hat immer gesagt, wir wollen lieber Jamaika. Die Grünen haben gesagt, Ampel liegt uns wahrscheinlich inhaltlich näher. Trotz all dieser bekannten Präferenzen sind jetzt wirklich alle bereit, sich anzuschauen, wo kommen sie am besten zusammen und wem passt das Ergebnis am Ende am besten. Was ich jetzt wahnsinnig interessant fand gerade, war das, was Johannes Vogel noch mal erwähnt hat, das hat die FDP jetzt auch schon häufiger gesagt, dieses Zusammenzählen von Stimmen. Also gemeinsam hätten FDP und Grüne mehr Stimmen als SPD oder Union. Das finde ich ein bisschen wackelig als Argumentation, muss ich sagen, weil wir ja immerhin noch unterschiedliche Wählerinnen und Wählerblöcke haben. Die haben sich aus einem guten Grund für zwei verschiedene Parteien entschieden, die auch in ihrer Programmatik und auch in ihrer Thematik für sehr unterschiedliche Dinge gestanden haben. Das ist schon sehr interessant zu sehen, wie da die Argumentation jetzt läuft, um auch die eigene Position zu stärken, wenn FDP und Grüne erst einmal gemeinsam überlegen, was sie vielleicht miteinander vereinbaren können oder wie sie vielleicht miteinander zusammenarbeiten können, um dann in Gespräche zu gehen mit Union und SPD. Und wir wollen auch mal ganz kurz hier gemeinsam auf die Kommentare von euch im Stream schauen. Und zwar schreibt Anja Horn hier bei YouTube, ja natürlich wird es lange dauern, es ist ein Desaster, weil Parteien zusammenkommen, die nicht zusammengehören. Also möglicherweise. Und dann haben wir hier auch noch mehr Meinungen natürlich. Da gibt es auch immer wieder jetzt die darüber sprechen, wer ihr Favorit war. Das ist ja ganz klar, dass da jeder auch seinen persönlichen hat. Und hier schreibt zum Beispiel Rosemann Moni, wieso wird nicht akzeptiert, was das Volk gewählt hat?
Ja, das ist jetzt so ein bisschen die spannende Frage. Natürlich, wer geht mit wem zusammen? Und inwiefern repräsentiert das dann auch am Ende die Stimme der Wählerinnen und Wähler? Aber es scheint noch wirklich alles offen. Ich weiß nicht, kannst du absehen, was da ein Fahrplan sein könnte? Jetzt für die konkreten Verhandlungen haben wir es ja gehört, dass sich erst einmal FDP und Grüne verständigen wollen. Ich glaube,